Wir wollen die Integration nicht. Und zwar deswegen, weil wenn wir von Geflüchteten sprechen, die jetzt hier reinkommen und die eine, die nicht abschiebepflichtig sind, die haben eine vorübergehende Bleibeperspektive, dann ergibt Integration als solche keinen Sinn, weil die ja in ihre Heimat zurückkehren sollen. Das heißt nun aber nicht, um das auch da ein bisschen auszudifferenzieren, dass wir ihnen nicht eine Chance geben sollten, zum Beispiel eine Ausbildung zu machen, um sie zum Beispiel fit dann für ihre Heimkehr nach Syrien etwa, da gibt es viel wieder aufzubauen. Mit Ihrem Unternehmen, ich habe mir das angeschaut, Ihr Ziel ist die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt und unserer Gesellschaft. Und da sage ich Ihnen klipp und klar, diesem Ziel entsprechen wir nicht, wir halten davon nicht, Sie brauchen das auch nicht. Diese Behauptung, wir müssten einen auch, kam jetzt auch in dem Einspieler, wir müssten also einen massiven Zuzug aus dem Ausland haben, das ist so nicht haltbar. Und dann, der wichtigste Punkt ist der, müssen Sie unterscheiden zwischen einer Zuwanderungsgesetzgebung, da müssen wir schauen, wen können wir hier wirklich gebrauchen, da sind wir dafür, Zuwanderungsrecht nach kanadischem Vorbild für Fachkräfte, das müssen Sie komplett trennen vom Asyl. Dürfen das auch Fachkräfte aus muslimisch-arabischen Ländern sein? Wenn Sie bereit sind, unsere Kultur, unser Rechtssystem, unsere Sprache, unser Wertsystem uneingeschränkt zu übernehmen, dann ja, sonst nein.